So, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Webcast Covid-19 im Fokus. Mein Name ist Markus Funk von der Pharma4U und ich werde heute gemeinsam mit dem Herrn Brunner die Moderation unseres Expertengesprächs hier übernehmen. Ja, viele von Ihnen kennen das ja schon. Es ist ja heute schon das vierte Expertengespräch zu diesem Thema, das wir hier anbieten. Und ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich hier sich eingewählt haben. Bevor wir gleich mit dem eigentlichen Gespräch starten, wie immer eine kurze Einführung von meiner Seite. Wir haben hier eine Veranstaltung, die in Kooperation mit der Pharmazeutischen Zeitung stattfindet. Wie immer ist es so, dass wir das bewusst für alle Interessierten geöffnet haben. Das heißt, ob Sie nun Premium-User bei Pharma4U sind oder nicht, spielt keine Rolle. Sie können sich hier einwählen und auch für diejenigen von der Interessierten, die vielleicht bei dem Live-Termin nicht dabei sein konnten, stellen wir die Aufzeichnung auf unserem YouTube-Kanal für Sie zur Verfügung. Das wird wieder morgen etwa der Fall sein. Und da sind auch die Aufzeichnungen der letzten Gesprächstermine verfügbar. Wenn Sie das also interessiert, schauen Sie dort gerne nach. Oder wenn Sie vielleicht eine Kollegin und Kollegen haben, der heute nicht mit dabei sein kann, können Sie gerne die Information weitergeben. Ja, wir haben heute wieder vier interessante Gesprächspartner. Herr Brunner wird die Ihnen gleich vorstellen. Ich werde gleich meine Kamera ausschalten und bin dann so ein bisschen im Hintergrund. Warum? Weil ich nämlich Ihre Fragen gerne vorsortieren werde. Und wir haben nach jedem Gespräch auch Zeit eingeplant für Ihre Fragen. Die können Sie gerne stellen. Machen Sie das einfach, indem Sie rechts in Ihrer Bedienleiste das Fragenmodul nutzen. Das ist völlig anonym. Die Fragen gehen nur an mich. Ich werde die im Hintergrund so ein bisschen vorsortieren und werde die dann entsprechend vorlesen. Also ich lade Sie gerne ein, das zu machen. Einige Fragen sind sogar schon eingegangen, habe ich gesehen. Wir haben auch einige Fragen im Vorfeld per E-Mail bekommen, die wir natürlich auch gerne berücksichtigen. Also Sie können sich hier, wie gesagt, aktiv beteiligen. Gut, das von meiner Seite als kurze Einführung. Wie immer der Hinweis, dass ich diese Veranstaltung hier ausdrücklich nur an Angehörige der Heilberufe richtet. Und das, ja, sollte als kurze Einführung gewesen sein. Ich freue mich jetzt auf ein interessantes Gespräch und übergebe erstmal an meinen Kollegen, den Herrn Brunner, der die weitere Einführung, die Vorstellung der Gesprächspartner übernehmen wird. Ja, lieber Markus, ganz herzlichen Dank für die, wie immer, professionelle Einführung. Wir kriegen ja zunehmend Routine inzwischen. Ich habe jetzt mal, wir sind jetzt in der vierten Runde mit unserem Webcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend wieder zusammenkommen. Wir hatten ja jetzt 14 Tage Pause. Es hat sich viel getan in der Zwischenzeit. Ich möchte Sie auch im Namen von Pharma4U und der Pharmazeutischen Zeitung recht herzlich begrüßen hier. Mein Name ist Ulrich Brunner. Ich bin der Geschäftsführer der Pharma4U, einer der Geschäftsführer, und werde heute Abend diese Sendung moderieren. Wir haben wieder spannende Gäste heute Abend. Wir haben mehrere Blöcke vorbereitet für Sie. Wir werden uns zunächst mit einem medizinischen Thema beschäftigen, anschließend einen Schwenk in die pharmazeutische Chemie machen und dann uns mit den Impfstoffen nochmal beschäftigen, wie wir das schon mal in den letzten Wochen getan haben. Und anschließend haben wir dann wieder den Rechts- und Apothekenpraxisblock. Ich möchte jetzt zunächst unseren Gast für diese Woche vorstellen. Das ist Professor Dr. Kai Zararowski. Er ist Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin und Schmerzmedizin am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main und auch stellvertretender ärztlicher Direktor des Uniklinikums von Frankfurt. Herr Professor Zararowski, ich sehe, Sie sind noch in OP-Kleidung. Wahrscheinlich haben Sie mächtig viel zu tun im Augenblick. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend mit uns hier in der Runde sind und uns sicherlich einen super spannenden Einblick auch in Ihre Arbeit in der Intensivmedizin geben, die wahrscheinlich auch im Moment anders geprägt ist, als sie normalerweise stattfindet. Ich möchte aber gerne natürlich auch noch unsere anderen Gesprächspartner kurz vorstellen. Das ist Professor Dr. Theo Dingermann, PZ-Chefredakteur Emeritus der Universität Frankfurt, und Professor Dr. Manfred Schubert-Zilavitsch, der für pharmazeutische Chemie an der Universität in Frankfurt am Main lehrt. Sie sehen, wir haben wieder eine starke Frankfurter Truppe hier. Und last but not least, dann hinterher im Recht- und Praxisteil, Herrn Rechtsanwalt Ulrich Laut, Hauptgeschäftsführer
der Apothekerkammer Hessen, den ich nachher noch mal kurz vorstellen werde. Ja, Herr Professor Zacharowski, ich habe mir Ihre Vita angeguckt. Sie sind auch Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die ja letzte Woche durch die Schlagzeilen gegangen ist. Habe hier gerade mal die aktuellen Zahlen noch mal an die Wand geworfen, wollte ich gerade sagen, in den Äther geworfen, kann man vielleicht besser sagen. Man sieht hier, dass die Kurven schwanken, wieder runtergehen, raufgehen. Vielleicht finden wir nachher nochmal Zeit, uns auch damit nochmal zu beschäftigen. Ich würde gerne direkt einleiten in das Thema Intensivmedizin, mit dem wir uns heute ausführlicher beschäftigen möchten. Der Krankheitsverlauf von Covid-19 ist ja extrem vielschichtig. Die Meldungen überschlagen sich immer wieder. Es gibt sehr, sehr viele milde Verläufe, aber es gibt auch einige extrem schwere Verläufe und Todesfälle. Wir lernen immer mehr in den letzten Wochen, was dort alles passiert im Körper. Es geht um das Blutsystem, es geht teilweise um die Leber, das zentrale Nervensystem. Uns würde vor allen Dingen interessieren, was erleben Sie als Leiter der Intensivmedizin eines großen Klinikums in Deutschland und was sind die besonderen Herausforderungen, die Sie im Moment haben? Der Ton ist noch nicht da, sehe ich gerade. Vielleicht könnten Sie noch mal das Mikro aufschalten. Jetzt ist es ausgeschaltet. Ja, super, vielen Dank. Prima. Ja, also nochmal schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren und Herr Brunner, vielen Dank für die Einleitung. Herr Dingermann, ich sehe Sie und lieber Manfred, freue mich sehr. Also es ist schon hochinteressant, was wir die letzten Wochen gesehen haben und ich möchte das mal so beschreiben. Wir haben drei verschiedene Phasen an Patienten gesehen. Die erste Phase waren die jungen Skifahrer, die tatsächlich in Österreich waren, so um die 30, 35 Jahre alt, schwerst krank, aber die haben sich alle erholt. Dann kam die zweite Phase, das waren die mittlere oder mittelalten Skifahrer, 50 plus. Die waren auch schwer krank, haben sich auch erholt. Und jetzt haben wir die dritte Phase und das ist das Klientel an Patienten, die wir auch aus der Literatur kennen, in Italien etc. Das sind diejenigen mit vielen zusätzlichen Erkrankungen und höheren Alters. Und was wir tatsächlich sehen, es sind mehr Männer, die rauchen, die übergewichtig sind, Diabetes haben. Das ist so die Konstellation an Patienten, die wir sehen, die jetzt diese dritte Generation an Patienten bildet. Vielleicht direkt eine Frage, die mir jetzt auf den Nägeln brennt, die darauf zurückgeht. Sie sagen, Sie hatten zwei, drei Altersstufen nacheinander weg. Gibt es da eine Erklärung? Sie sagten gerade, zunächst war das das Einfallstor der Skifahrer, die jungen Leute, die wahrscheinlich hauptsächlich beim Skifahren waren, sich schnell erholt haben. Bedeutet das aber für die älteren Patienten, dass sie später krank werden oder hat das was mit der Epidemiologie, der Virusverbreitung zu tun? Genau, ich glaube, Sie haben die Antwort schon gegeben. Ich vermute, es ist genau Letztgenanntes, es ist die Verbreitung vom Virus und die haben es einfach später bekommen. Das wird ja immer wieder beschrieben, dass die Krankheit zunächst unauffällig verläuft und dann plötzlich einen drastischen Verlauf nimmt. Und also bei den Patienten, die Sie sehen, können Sie das bestätigen? Ja, es ist in der Tat so. Sie müssen sich so vorstellen, wir haben, wie gesagt, junge Menschen gehabt und mittleren Alters und sehr alte. Was wir sehen, ist klinisch erstmal Menschen, die nicht besonders auffällig sind. Wenn sie aber deren Sauerstoffsättigung im Blut messen mit einem Fingerclip, dann denken sie, ach du liebe Zeit, da muss ich sofort handeln und diesen armen Menschen, ich sag mal, intubieren und beatmen. Aber die reden mit ihnen, die sind orientiert zu Zeit und Raum und sind eigentlich erstmal in ihrem Verhalten völlig normal. Dann kommt im nächsten Schritt, merkt man schon, die tun sich schwerer mit der Atmung und tun sich schwerer, gewisse Sachen noch zu machen, sei es im Zimmer rumzulaufen etc. oder viel reden, fällt dann schwer. Wenn sie dann die Sättigung messen, ist noch schlechter geworden. Und was wir dann sehen, ist, was wir gemacht haben mit unseren Patienten, gerade diejenigen, die nicht als absolute Notfälle reinkamen, die sich über Tage verschlechtert haben, wir haben mit denen die Situation besprochen und haben sie aufgeklärt, dass am Ende
wenn es noch schlechter wird, ja nur die Intubation stehen kann. Wir machen natürlich vorher alles Mögliche, die werden nicht invasiv beatmet. Gibt es solche Helme, die man aufziehen kann, es gibt gewisse Masken. Man kann ganz viel tun, um diesen Patienten bei der Atmung, bei der eigenen Atmung noch zu helfen. Aber dann kommt, wie gesagt, die Situation, dass der Patient selber sagt, er kann nicht mehr. Und wir haben das jetzt ein paar Mal den Fall gehabt, dass wir die Patienten Tage vor dem Eintreten dieses Events mit ihm gesprochen haben und haben gefragt, was wollen Sie überhaupt? Wollen Sie eine dann lebensrettende Intubation, Beatmung haben? Und wenn ja, würden wir das nie gerne unter Notfallbedingungen machen, weil es geht ja auch um Selbstschutz, Eigenschutz. Wir haben höchste Risiko, uns selber zu infizieren, sodass wir eine ganze Menge von den Patienten haben, die gesagt haben, ja, wir wollen intubiert werden, wir wollen beatmet werden. Und die haben uns tatsächlich auch dann gesagt, wann. Das heißt, wir haben dann 2, 3 Tage sich verschlechtern und haben dann gesagt, bitte, wir können nicht mehr. Wir wollen jetzt den nächsten Schritt einleiten. Das hat es uns natürlich einfacher gemacht, weil wir das mit denen besprechen konnten, sie aufklären konnten dafür. Und es war wirklich dramatisch, wie innerhalb von wenigen Stunden die sich wirklich verschlechtert haben. Sie haben gerade gesagt, das Intubieren ist für Sie als medizinisches Personal ein großes Risiko auch mit Kontamination. Generell haben Sie ja jetzt den Zustand auf der Intensivmedizin, dass Sie eigentlich in zwei parallelen Kliniken arbeiten. Sie haben auf der einen Seite eine Quarantänestation, auf der anderen Seite den normalen Intensivbetrieb, der ja auch irgendwie weitergehen muss. Können Sie uns da vielleicht ein paar Worte zu erklären, wie das organisatorisch bei Ihnen in der Klinik abläuft? Ja. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben die Intensivmedizin tatsächlich komplett räumlich getrennt. Wir haben eine große Intensivstation mit 34 Betten, nur für Covid-19-Patienten. Wir haben eine zweite aufgemacht mit variablen Betten, auch nochmal bis zu 30 extra Betten, auch nur für Covid-19-Patienten. Und wir haben weitere Betten geöffnet und geschaffen, Intensivbetten für Non-Covid-Patienten. Denn sollten sie tun, ist eben nicht vermischen. Selbst wenn wir sie gut isolieren und wirklich mit allen Mitteln die Hygiene einhalten, ist immer ein minimales Restrisiko. Daher haben Sie völlig recht, wir haben komplett zwei Bereiche voneinander getrennt. Jetzt sind Sie ja ein großes Klinikum, vielleicht mit mehr Power, mit mehr Möglichkeiten. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, für kleinere Krankenhäuser diese parallelen Betriebe nebeneinander aufrechtzuerhalten. Da wäre meine Frage, ich meine, das ist schwierig wahrscheinlich für Sie zu beantworten, aber Sie sind ja auch Vorsitzender der Gruppe Intensivmedizin in Hessen. Wie sieht das in anderen Krankenhäusern aus? Kann es da sein, dass es da eventuell Kollateralschäden in der Intensivmedizin gibt? Das hört man ja auch wieder, dass teilweise Patienten dann zu spät behandelt werden oder teilweise kommen sie auch zu spät in die Klinik, weil sie Angst davor haben, in die Klinik reinzukommen. Vielleicht können Sie da kurz was zu sagen. Ja. Also das ist in der Tat im Land Hessen wirklich hervorragend geregelt und das schon vor Wochen über unseren Minister für das Ministerium für Soziales und Integration, der Klose, der hat einen Planungsstab einberufen, der die verschiedenen Gebiete in Hessen eingeteilt ist. Es gibt 6 Versorgungsgebiete. Und in jedem Versorgungsgebiet gibt es sogenannte Level 1 Krankenhäuser, so wie die Universitätsmedizin jetzt hier in Frankfurt oder Gießen-Marburg. Auch einige andere Häuser, wie zum Beispiel Fulda, Kassel, Offenbar. Es gibt also da einige, die das höchste Level an Versorgungsqualität bieten können. Das heißt wirklich, mit diesen hochkomplexen Patienten, die ja primär erstmal mit einem isolierten Lungenversagen kommen, was eine sehr spezielle Behandlung braucht, und teilweise die halt auch ECMO-Kapazitäten haben. Wir sind ECMO-Zentrum, ADS-Zentrum. Dann gibt es nachgeordnete Kliniken, Versorgungsstufe 2 bis 4, sodass eigentlich immer gewährleistet ist, dass der Patient, wenn er nicht selber in die Tür reinläuft und beim Überschreiten der Türschwelle beatmungspflichtig wird, eigentlich sichergestellt wird, dass die Patienten wenigstens in Hessen in die richtigen Kliniken gebracht werden. Und dann gibt es eine weitere Vereinbarung, dass relativ schnell, wenn die Kliniken nicht mit dem Patienten zurechtkommen, sie weiterverlegt werden in höhere Versorgungszentren. Sie haben gesagt, die Beatmung spielt die zentrale Rolle im Augenblick. Wir haben die letzten Wochen immer wieder auch über medikamentöse Optionen gesprochen. Noch ist nichts da. Es laufen die ersten
Es laufen die ersten Studien. Die Frage ist jetzt in der Intensivmedizin, was haben Sie für Werkzeug an der Hand, außer der Beatmung? Was gibt es für Medikamente, die Ihnen da zur Verfügung stellen, die Sie einsetzen können? Ich weiß, ich spreche jetzt zu ganz vielen Apothekern und Pharmazeuten, aber ich sag mal, es gibt tatsächlich noch etwas, was weltweit auch eingesetzt wird. Das ist die Lagerung. Wir lagern die Patienten und das hilft vielen, nicht allen. Wir wissen auch nicht, warum es nicht bei allen hilft, aber Lagerung bedeutet, also wenn Sie sich vorstellen, ein Covid-19-Patient mit schwerem Lungenversagen, der hat natürlich einen Plastikschlauch in seiner Luftröhre, der hat verschiedenste Katheter in seinem Körper, zentrale Venenkatheter, Arterien, Blasenkatheter und so weiter und so weiter. Und diese Patienten lagern wir auch auf dem Bauch. Und damit sozusagen die Lunge sozusagen umgedreht wird und bei der Beatmung Gas auch andere Anteile der Lunge belüften kann. Und das zeigt sich als sehr effektiv, ist aber, das können Sie sich vorstellen, von der Manpower, die man dafür braucht, und es ist nicht ganz ungefährlich, extrem aufwendig. Das ist Knochenarbeit für die Pflege und für die Ärzte, denn bei solchen Lagerungen haben Sie natürlich auch viele Lagerungsschäden, die müssen Sie vermeiden. Also das ist so primär die, ich sag mal, Therapie Nummer 1, die wir nutzen, aber sie funktioniert leider nicht bei jedem und wir wissen nicht warum. Medikamente, diese Patienten, die erste Phase der Patienten, die waren die Jungen. Das war die Haupttherapie, die wir gemacht haben. Jetzt mit dem Klientel, was wir jetzt betreuen, die also schon multimorbide sind, verschiedenste Erkrankungen, reicht das von den typischen intensivmedizinischen Medikamenten, also Vasopressoren, Noradrenalin etc. etc., teilweise Antibiotika. Es gibt auch Superinfektionen, aber erstaunlicherweise viel, viel weniger als unserem normalen Intensivklientel. Und dann natürlich alles, was sonst dazugehört. Wir haben relativ viel Nierenversagen bei diesen Patienten, weil das Virus auch direkt nephrotoxisch ist. Das heißt, wir haben 20-25% müssen dialysiert werden. Wir haben lebertoxische Effekte vom Virus. Das heißt, das ist ein buntes Portfolio an ich sag mal, Krankheitsgeschehen, was wir sehen. Und wir müssen die medikamentöse Therapie dort natürlich extrem gut anpassen. Das leitet vielleicht ganz gut über zur nächsten Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde. Das ging um die medikamentöse Therapie, die vorher stattgefunden hat. Also wir haben ja jetzt einiges über die ACE-Hämmer auch gehört, über diabetische Patienten, Patienten mit Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die anscheinend eine Rolle spielen, um die Prognose zu verschlechtern. Sie haben eben erzählt, der Patient ich sag mal, schlappt in die Intensivstation, wird beatmungspflichtig, kann nicht mehr sprechen. Ich stelle mir das ausgesprochen schwierig vor. Wie machen Sie die Arzneimittelanamnese? Haben Sie Medikationspläne von den Patienten vorher? Wissen Sie, was die für Medikamente eingenommen haben? Ja, das ist eine extrem wichtige Frage. Es gibt die Patienten, die wir natürlich noch befragen können und alles andere läuft über Angehörige, Hausärzte etc. Anders geht es nicht und wir haben im Moment auch tatsächlich nicht die Möglichkeit, Besucher zu empfangen. Also es läuft vieles wirklich über das Telefon, über das Internet etc. und wir müssen uns da auf die Medikamentenliste verlassen, die wir bekommen. Mit der Beatmung würde ich gerne Sie noch was fragen, ja. Und zwar die Beatmung wird ja so als die Lösung jetzt immer über die Medien auch verbreitet, aber die Beatmung bringt natürlich auch Folgeschäden und Risiken mit sich. Also man hört, dass die Beatmung teilweise dazu führt, dass das Lungengewebe kaputt geht. Können Sie uns ein bisschen was dazu erklären, wie wir uns das als Pharmazeuten und Nicht-Mediziner vorstellen können? Ja. Wenn wir also über Lungenversagen sprechen, Fachausdruck ist ARDS, also Erwachsenes Respiratory Distress Syndrome. Wir haben über viele Jahre ein großes Zentrum aufgebaut und die Patienten, die wir normalerweise sehen, haben eine komplett andere Pathophysiologie als die Patienten mit Covid-19. Und in der Tat, wenn man diese Patienten falsch behandelt, dann führt man denen noch mehr Schaden zu. Und das ist tatsächlich auch weltweit in vielen Ländern passiert.
Denn was anders ist, diese Patienten haben, ihr Lungengewebe hat eine absolut normale Compliance. Also es lässt sich normal, ich sage, wenn Sie sich das mal betrachten, im Fußball oder Luftballon, den Sie aufpumpen wollen, dann haben Sie am Anfang einen hohen Widerstand, der lässt später dann nach. Und die haben eine absolut normale Compliance. Und wenn Sie dort diese Patienten beatmen würden mit den Prinzipien und mit den Gelernten aus der Vergangenheit, wie ARDS behandelt wird, dann schaden Sie den Patienten. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass diese Patienten in den richtigen Zentren behandelt werden. Sonst haben Sie das, was wir noch gar nicht absehen können, selbst wenn Sie den Patienten gewöhnt haben, also von der Beatmung wieder entwöhnt haben, wissen wir nicht, was die Folgeerkrankungen sind. Und ob nicht noch mehr Lungengewebe dadurch kaputt werden, das wissen wir nicht. Aber Sie haben völlig recht. Und deswegen ist es extrem hoch anspruchsvoll, die Behandlung dieser Patienten. Ist natürlich super spannend. Wie erfolgt da der Austausch zwischen den Kliniken, zwischen den einzelnen Intensivstationen? Es gibt ja kleinere Häuser, die vielleicht nicht diese Expertise haben. Und wenn die Krankheit so schnell verläuft, dann ist auch die Frage, ist der Patient überhaupt noch transportfähig, um in ein anderes Zentrum beispielsweise verlegt zu werden? Ja, also der Austausch läuft in der Tat wirklich gut. Wir machen ja über die Fachgesellschaften, über die europäische Fachgesellschaft etc. Geben wir das neu geschaffene Wissen schnell aus. Es gibt Anrufe von Kollegen, die fragen, aber ein Transport ist in der Regel möglich. Der Patienten, weil sie ja auf dem Transport beatmet werden können. Und wenn sie dann zu uns kommen, häufig verändern wir und nachjustieren noch was an der Therapie. Man muss sich das nicht so vorstellen, wenn man die Beatmung einmal jetzt für eine Stunde, ich sage, also wie soll ich das mal anders ausdrücken? Man kann viele Fehler machen, aber der menschliche Körper verzeiht auch das eine oder andere. Und wenn die nicht weiterkommen, können wir entweder über Telefon weiterhelfen oder Videokonferenz oder wir nehmen die Patienten auf. Und es gibt natürlich noch eine zweite Therapieform, die wir auch immer häufiger jetzt einsetzen müssen. Das sind sogenannte extrakorporale Verfahren. Das sind Maschinen, wie man es aus der Herzchirurgie kennt, die den Kreislauf des Patienten übernehmen. Diese Maschinen können wir nutzen, um noch extra Sauerstoff in den Blutkreislauf des Patienten hineinzubringen. Stellt sich dann irgendwann auch die ethische Frage wahrscheinlich, welchen Patienten behandle ich wie, in welchem Lebensalter? Ich stelle mir das extrem schwierig vor. Weiß nicht, vielleicht können Sie da auch ein paar Worte sagen. Ich habe 8 Jahre gearbeitet im National Health System. Ich habe das mitgemacht in England, was das bedeutet. In Deutschland sind wir zum Glück noch nicht in diese Situation gekommen. Weder ich noch meine Mitarbeiter. Wir haben natürlich darüber gesprochen, wir haben das diskutiert. Wir hatten auch neulich tatsächlich einen Patienten, der war Mitte 80, der wollte die Therapie nicht. Der wollte keine Beatmungstherapie. Und das macht es dann uns einfacher, weil wir würden nie etwas tun, was ein Patient nicht möchte. Wenn der Patient orientiert ist und klar ist in seinen Gedanken und das absehen kann, die Folgen, würden wir nie einen Menschen zwingen. Aber ich kann nur betonen, das wäre eine katastrophale Situation, wenn wir das entscheiden müssten vor Ort. Glücklicherweise waren wir so gut vorbereitet und hatten die Kapazitäten so hochgefahren, dass wir nicht in die Situation gekommen sind. Ich würde Ihnen gerne noch eine letzte Frage stellen und dann würde ich gerne auch noch dem Publikum die Chance geben, eventuell noch die eine oder andere Frage zu platzieren bei Ihnen. Super spannend. Meine Frage wäre noch das Thema Plasma. Man hört ja, dass teilweise Patienten auch mit aufbereiteten Plasma von Patienten behandelt werden, die die Krankheit schon durchgemacht haben. Wenden Sie das Verfahren bei sich in Frankfurt auch an? Was sind da die Erfahrungen? Ja, noch nicht. Wir sind, wie die meisten Kliniken weltweit, wollen wir natürlich unseren Patienten helfen und wir suchen händeringend nach Therapien und händeringend nach Strohhalmen, die wir vielleicht verwenden können. Und Sie können sich auch vorstellen, die Sterblichkeit ist nicht gering. Das heißt, das ganze Team ist hoch motiviert zu helfen und dazu gehört natürlich auch Plasma. Wir haben mit dem Blutspendedienst hier in Frankfurt mit dem Roten Kreuz setzen wir gerade eine klinische Studie auf, genau um diese Therapieform zu untersuchen. Wir haben auch einige andere Studien mit Fraunhofer zusammen etc.
so dass man einfach sagen kann, ja, wir sind in vielfältigster Form dort involviert. Teilweise sind es natürlich eine kleine Patientenzahl da, aber viele Zentren machen, erhoffen wir uns relativ schnell in den nächsten Wochen wenigstens die eine oder andere Antwort, ob eine Therapie greift oder nicht. Oder ob sie auf jeden Fall den Zustand halten kann. Okay, vielen Dank erstmal. Ich würde jetzt gerne zu meinem Kollegen Markus Funk nochmal überleiten, der inzwischen die Fragen gesammelt hat im Chat. Markus, vielleicht, wir haben Zeit, vielleicht für 2 bis 3 Fragen noch hier einzugehen. Was hat sich im Chat ergeben? Ja, es sind einige Fragen eingegangen. Ein Teil davon wurde jetzt auch schon, soweit ich das hier überblicke, im Laufe des Gesprächs beantwortet. Aber dennoch ein paar Fragen möchte ich hier einfach wiedergeben. Sie haben ja jetzt sehr schön geschildert, dass man im Idealfall natürlich Patienten gar nicht zu einem beatmungspflichtigen Patienten macht. Wenn es dann aber notwendig ist, klar gibt es die Option natürlich, dass er es nicht schafft oder eben, dass er eben davon profitiert von der Therapie. Und da gibt es eigentlich in diesem Zusammenhang 2 Fragen. Eine ist einfach die, wie lange es denn dauert, nachdem sozusagen sich der Zustand wieder verbessert hat, bis ein Patient dort wieder entwöhnt werden kann oder wie lange diese Phase der Entwöhnung von einem Beatmungsgerät sich hinzieht normalerweise. Das ist eine sehr gute Frage. Das hängt von vielen Faktoren ab. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie beatmet werden, je nach Länge, also zeitlicher Länge der Beatmung, verlieren Sie Muskulatur. Das heißt, Sie müssen das Atmen wieder lernen. Und das wiederum hängt auch von ab, ein bisschen vom Alter und Komorbiditäten etc. Das kann wenige Tage bis zu Wochen dauern, in diesem Patientengut, was wir hier gerade behandeln. Für die Patienten, die es dann eben leider nicht schaffen, haben jetzt einige Teilnehmer gefragt, was dann eigentlich die Todesursache ist. Also einige haben gesagt, sie haben gelesen, dass es zum Beispiel Lungenembolie ist, die dort häufig die Ursache sein soll. Können Sie dazu was sagen? Ja, also was schon hochspannend und uns natürlich schwer wundert, ist, wir sehen massive Gerinnungsstörungen. Und diese Gerinnungsstörungen sind nicht vollständig aufgeklärt. Und wir sehen zum einen tatsächlich Mikroembolien. Zum anderen gibt es eine ganz tolle Publikation jetzt aus dem Lancet vor einigen Tagen, die zeigt, dass es zu schweren Entzündungen des Endothels kommt. Man hat das Virus auch im Endothel gefunden, also in der inneren Auskleidung der Gefäße. So dass ich mir vorstellen könnte, dass durch diese Störung oder Inflammation des Endothels wie auch einen Teil dieser Gerinnungsproblematik erklären können. Und es ist in der Tat so, es sind nicht Lungenembolien im klassischen Sinne, dass ein Riesenembolus eine Pulmonalarterie verstopft und deswegen der Patient verstopft, sondern es sind kleinste Gefäße, die zugehen und dann sozusagen den Gasaustausch in den nachgeschalteten Areolen verhindern. Also da ist wirklich etwas, was wir noch nicht ganz verstanden haben. Und es kommt auch zum Umbau von Lungenbläschen. Und dieser Umbau, je nachdem, wenn jemand eine pulmonale Vorerkrankung hatte, wir hatten jetzt einen Patienten mit einer Silikose, dann ist es dramatisch. Absolut dramatisch. Markus, vielleicht noch eine Frage, letzte Frage. Eine unterbringen, genau. Ja. Genau, ja, also Sie haben ja schon sehr schön auch geschildert, wie Sie versuchen, die Patienten auch mitzunehmen, auch in der Entscheidungsfindung und ja auch, wenn es denn möglich ist, frühzeitig auch mit den Patienten besprechen, ob sie denn beatmet werden wollen, wenn ja, in welcher Form. Jetzt haben insgesamt 3 Teilnehmer gefragt, wie es denn wäre, wenn ein Patient eben selbst nicht mehr sich äußern kann, aber eine Patientenverfügung hat. Da gibt es ja eben die Unterscheidung zwischen lebenserhaltend, lebensverlängernd. Jetzt ist es ja eben so, diese Beatmung wäre ja dann eben nicht lebensverlängernd, sondern lebenserhaltend im besten Fall. Haben Sie da, wie man mit umgehen kann? Ein Teilnehmer fragt auch, ob es Sinn machen würde, seine eigene Patientenverfügung möglicherweise auch zu ändern, dahingehend, dass man eben lebenserhaltende Maßnahmen eben nicht ablehnt, sondern nur lebensverlängernde. Ja, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges und für mich hochemotionales und wichtiges Thema. Ich beschäftige mich damit seit etwa 15 Jahren und diese Verfügungen sind häufig leider oder können nicht 100% das wirkliche Leben abbilden. Deswegen haben wir hier in Frankfurt für etwa, ich glaube es waren 10 Jahren, die Frankfurter Vorsorgevollmacht
ins Leben gerufen, die hilft dem Patienten, der Patient kann für medizinische Fragen eine Person einsetzen und sagen, die möge bitte entscheiden, und zwar immer tagesaktuell, wie es weitergeht. Und das hilft enorm in der Entscheidungsfindung, denn die Beatmung selber, wenn das alles gut funktioniert, kann man das Leben des Patienten damit retten und ihn auch wieder zurück ins Leben schicken. Das funktioniert. Wenn man ein starres Papier hat, so möchte ich es mal bezeichnen, wo es ganz viele Wenn und Abers geht und die moderne Intensivmedizin gar nicht abbilden kann, dann haben wir häufig ein Problem. Also wir geben den Leuten, die zu uns kommen, die schon krank sind, aber die noch selber entscheiden, die Vorsorgevollmacht, das ist eine Seite, das ist ein ganz minimales Papier und damit hat man die meisten Möglichkeiten nachher für sich. Und wenn ein enger Vertrauter, das kann der Sohn sein, das kann der Partner sein, das kann irgendjemand Drittes sein, völlig egal, der trifft für medizinische Fragen die Entscheidung. Das ist extrem hilfreich. Vielen Dank. Ich denke, dass wir hier alle auch als Pharmazeuten emotional berührt sind von dem Thema, einen Blick in die Intensivmedizin zu bekommen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, trotz Ihres wahrscheinlich extrem vollen Terminkalenders und der vielen Arbeit, die Sie in der Klinik im Moment haben. Dafür nochmal Dankeschön. Ich möchte Sie verabschieden an dieser Stelle und mich auch nochmal bedanken bei Ihnen und vor allen Dingen bei Ihrem Team in der Klinik für die hervorragende Arbeit, die Sie im Augenblick leisten. Herzlichen Dank und Ihnen natürlich alles Gute. Ja. Tschüss. Bleiben Sie alle gesund und danke, dass ich bei Ihnen sein durfte. Manfred, danke. Vielen Dank. Tschüss. Gerne. Tschüss. Ja, ich denke, wir machen weiter direkt mit dem nächsten Block. Wir machen einen kleinen Schwenk in die pharmazeutische Chemie bzw. in die Arzneimittelentwicklung. Wir haben ja die letzten Wochen schon öfters mal über dieses Thema gesprochen. Der Experte hier ist Professor Manfred Schubert-Zilavitsch, an den ich jetzt das Zepter übergeben möchte. Wir haben im Vorfeld überlegt, worüber wir heute sprechen. Es passiert extrem viel. Es gibt extrem viele Publikationen jede Woche und wir müssen immer alles ein bisschen sortieren und dann überlegen, mit welchen Wirkstoffen wir uns beschäftigen. Und wir haben uns für heute entschieden, mit dem Wirkstoff Ivermectin zu sprechen, über den Wirkstoff Ivermectin zu sprechen. Das ist ein Medikament, was man in Deutschland vielleicht gar nicht so gut kennt, was aber gerade in der Entwicklungszusammenarbeit sehr, sehr bekannt ist. Es steht auf der Liste der WHO, der essentiellen Arzneimittel. Es ist ein Mittel gegen Skabies, also gegen die Krätze, und es ist jetzt in die Schlagzeilen geraten, dass es eventuell eine Wirksamkeit hätte, auch gegen die Corona-Krankheit. Es gab da eine Studie auch dazu, vielleicht können wir da heute auch noch mal kurz drüber sprechen, wo doch im Labor sehr, sehr gute Wirksamkeit nachgewiesen wurde. Manfred, klär uns doch bitte auf. Bitte noch das Mikro kurz aufschalten. Jetzt müsste es funktionieren, oder? Ja, super, vielen Dank. Wunderbar. Ja, Uli, du hast das eigentlich schon sehr gut zusammengefasst, in diesem Sinne, dass du festgehalten hast, dass sich momentan sehr viel tut. Und das stimmt tatsächlich und das birgt auch einige Gefahren. Was wir momentan weltweit sehen, ist, dass in vielen Labors, auch in unserer Klinik, in unserer Virologie natürlich mit Hochdruck nach Substanzen gesucht wird, die wirksam sind gegen diese SARS-CoV-2-Viren. Und der Wirkstoff Ivermectin, der ja als Arzneistoff zugelassen ist, hat tatsächlich in vitro pharmakologischen Untersuchungen gezeigt, Wirksamkeit gegen diesen Virentyp. Und die Ergebnisse sind sehr rasch publiziert worden. Das ist übrigens momentan auch ein Phänomen, dass wissenschaftliche Ergebnisse, deren Begutachtung normalerweise über Wochen sich hinwegzieht, jetzt innerhalb von 6-7 Tagen sozusagen veröffentlicht werden, wo ich mich manchmal frage, ob tatsächlich dieses Peer-Review-Prinzip der sorgfältigen Begutachtung tatsächlich auch immer eingehalten wird. Das ist einmal ein erster kritischer Kommentar. Ich will aber nicht sagen, dass Ivermectin jetzt keine guten Ergebnisse gebracht
gebracht hat im Labor. Fakt ist aber, dass wir diese Laborergebnisse nicht ohne weiteres übertragen können auf eine klinische Situation. Da ist noch ein langer und weiter Weg, bis diese in-vitro-pharmakologischen Daten tatsächlich sich umsetzen lassen in eine klinische Anwendung, wie sie gerade von Kai Zacharowski geschildert wurden. Das heißt, ich warne die Kolleginnen und Kollegen davor, zu glauben, dass alles, was jetzt an Jubelmeldungen reinkommt, auf der Basis von präklinischen Daten sozusagen 1:1 übersetzt werden kann in eine klinische Anwendung. Und ich sehe es als große Aufgabe der Apothekerinnen und Apotheker, hier auch Klarstellungen vorzunehmen, ja, zu bewerten, was ist ein klinisches Ergebnis und was ist ein präklinisches Ergebnis, das Hoffnung gibt, aber bei weitem noch keine Aussicht auf die Schnelle, einen Wirkstoff in der Hand zu haben. Vielleicht ein bisschen Basics der pharmazeutischen Chemie würden mir jetzt einfallen, würde ich mir wünschen. Der Wirkstoff ist ja nicht so präsent in unseren Köpfen. Den Wirkmechanismus, wie kam dieser Switch, die Idee, sich mit dieser Substanz eigentlich an diese andere Erkrankung heranzutrauen? Kannst du uns da was zu erklären? Die Frage ist in der Tat gut, weil wir wissen sehr viel über das Ivermectin. Es ist ein Arzneistoff, der an verschiedenen Targets angreift. Ein ganz entscheidendes Target beim Ivermectin sind glutamatgesteuerte Chloridionenkanäle. Und das ist der eigentliche Wirkmechanismus, insbesondere wenn es um diese Parasiten geht. Man beeinflusst die Leitung dieser Chloridionenkanäle und tötet damit diese Parasiten. Glutamatgesteuerte Chloridionenkanäle hat der Mensch keine und insofern ist das auch eine relativ untoxische Substanz. Warum Ivermectin getestet wurde, das ist ganz klar. Man hat alles getestet, was verfügbar war und es gab hier keine rationale zur Testung von Ivermectin. Es gab vorher keinen wirklich deutlichen Hinweis auf eine antivirale Wirksamkeit. Das ist bei anderen Substanzen anders. Da gab es ja Hinweise auf antivirale Wirksamkeit, aber nicht beim Ivermectin. Also quasi ein Zufallstreffer, der bei diesen Screening-Methoden irgendwie aufgefallen ist, oder? Serendipity hat in der Wirkstoffentwicklung ja auch in anderen Kontexten immer wieder auch Erfolge gebracht. Und hier sieht man jetzt ein erstes positives präklinisches Ergebnis, aber das bedeutet noch lange nicht, dass das übersetzt werden kann in eine klinische Anwendung. Läuft eine klinische Studie im Augenblick schon? Nach meinem Kenntnisstand mit Ivermectin nicht, aber das kann sich schnell ändern. Also in Deutschland gibt es momentan keine Zulassung für eine klinische Studie mit Ivermectin. Machen wir noch einen kleinen Exkurs zu einem anderen Exoten, würde ich fast sagen. Ich bin über den Artikel gestolpert vom PZ-Chefredakteur Sven Siebenand, der getitelt hat, Russia in Love war die Überschrift hier, um Phenovir als Waffe gegen Coronaviren, auch eine Substanz, die wir hier gar nicht so gut kennen in Deutschland. Kannst du uns da ein paar Worte zu sagen? Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist eine wirklich interessante Substanz und zwar ein Wirkstoff, der tatsächlich zugelassen ist, eine Zulassung hat in Russland. Und zwar wird er dort zur Prophylaxe bzw. zur Behandlung auch von Influenza eingesetzt. Und wir wissen von diesem Wirkstoff, der ein Fusionsinhibitor ist, dass er auch bei einer ganzen Reihe von anderen Viren wirkt. Nun, wie stellt man sich das vor? Wenn ein Virus sozusagen in die Wirtszelle hinein will, ist es natürlich notwendig, dass ein solches Virus nicht nur andockt an die Wirtszelle, sondern am Ende auch mit der Wirtszelle verschmilzt. Und im Falle dieses SARS-CoV-2-Virus ist es so, dass natürlich die Lipidhülle sich mit der Wirtszelle sozusagen zunächst einmal annähert und dann verbindet. Und dann geht es darum, dass das Virus sozusagen in die Wirtszelle aufgenommen wird. Und genau dieser Prozess wird durch diesen Wirkstoff Umifenovir gehemmt und In-vitro-Daten zeigen, dass das bei einer ganzen Reihe von Viren funktioniert, auch bei den relevanten Coronaviren. Also insofern ist das schon ein interessanter Ansatz, weil hier eine rationale bedient wird. Die Frage ist nur, wie werten wir die bisherigen Ergebnisse? Es gibt erste Hinweise darauf, dass eine gewisse Wirksamkeit da ist, weil Berichte überliefert sind, dass in Wuhan
wo er das Ganze den Ausgangspunkt genommen hat, diese Substanz tatsächlich getestet wurde im Vergleich mit einer anderen Substanz. Das Problem, das wir hier an der Stelle haben, ist allerdings, dass wir die Validität, die Qualität dieser klinischen Studie nicht beurteilen können. Und das ist unser Problem. Aber würde ich sozusagen entscheiden müssen, wo ich jetzt mehr Gewicht reinlege, bei dieser Substanz, die aus Russland kommt, oder beim Ivermectin, würde ich mich an dieser Stelle sozusagen um die zweite Substanz kümmern, weil da die Rationale plausibel ist. Aber was wir brauchen, wären tatsächlich klinische Studien, so wie sie auch in der Klinik von Herrn Zacharowski gemacht werden, wo unter kontrollierten, nachvollziehbaren Bedingungen wirkliche Ergebnisse erarbeitet werden, die dann auch übertragbar sind. Es nützt uns nichts, wenn irgendwo in einer Klinik unter wenig kontrollierten Bedingungen etwas angewandt wird, was dann nachher nicht nachvollziehbar und reproduzierbar ist. Läuft da, ist da was geplant im Bereich klinische Studien? Ist jetzt eine schwierige Frage, in Deutschland oder in den USA oder in Frankreich, Europa irgendwo? Ich habe mich insofern schlau gemacht, als ich Kontakt habe mit dem Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller, die, ich sage mal, momentan alles daran setzen, um auch sichtbar zu machen, welche Unternehmen wo Wirkstoffentwicklung betreiben. Diese Substanz ist mir nicht aufgefallen. Okay, also vielleicht ein Hidden Champion könnte sein, vielleicht man weiß es Champion. Nicht. Ich finde, wir sollten diese Substanz im Auge behalten, nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen, der Vorerfahrungen, die wir haben. Und hier steckt auch eine Rationale dahinter, also die kann bedient werden, aber wir brauchen mehr Daten. Vielen Dank. Bevor wir einen Fragenblock gleich mit den Zuschauern machen, wollte ich noch ganz kurz noch einen Themenschwenk machen aus aktuellem Anlass. Du hattest eine Einladung, ein Interview zu geben. Ich halte das mal kurz hoch hier, die Maske, selbst genäht von meiner Frau. Ich bin wohnhaft im Landkreis Rosenheim. Wir haben die Maskenpflicht seit gestern. Bayern hat sie ja jetzt auch ratifiziert. Vielleicht können wir da noch ein paar Worte. Wir hatten überlegt, dass wir das doch noch mal hier auch thematisieren mit den Masken, weil jetzt bundesweit die Masken an mehr Bedeutung gewinnen, also vor allen Dingen die normalen Masken, und auch zunehmend Virologen das jetzt empfehlen. Herr Drosten hat ja jetzt auch aktiv noch mal vor einer zweiten Welle gewarnt in den letzten Tagen. Da kommen wir nachher noch mal dazu. Du hattest gesagt, vielleicht sollte man hier auch noch mal dem Publikum ein paar Tipps geben zu der normalen Maske. Ist die recycelbar beispielsweise? Wie kann man sich da entsprechend behelfen? Vielleicht kannst du uns da was zu sagen. Auch das mache ich sehr gerne, weil ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Es geht um die Frage der Maskenhygiene und der Desinfektion. Du hast gerade noch einmal so eine schöne Stoffmaske hochgehalten. Und da stellt sich natürlich für den Anwender die Frage, was kann man machen, um eine solche Maske wieder in einen ordentlichen Zustand zu versetzen, nachdem sie eine endlich lange Zeit verwendet wurde. Fakt ist, dass, ich sage mal, das Einbringen in den Kühlschrank nichts bringt. Viren werden durch Kälte nicht beeinträchtigt, in aller Regel. Und deshalb ist es so, Kälte bringt nichts. Aber was entscheidend ist, ist der Hinweis, und das haben wir schon einmal an der Stelle auch sozusagen festgehalten, ist der Punkt, dass wir hier bei Coronaviren eine ganz spezielle Situation haben. Die verfügen über eine Lipidhülle. Und diese Lipidhülle wird durch Tenside zerstört. Das heißt, wenn man eine solche Maske wäscht mit einem einfachen Waschvorgang, dann werden die Viren auch in höchstem Maße beeinträchtigt bzw. zerstört. Und da fragen mich auch oft Menschen, ja, kann man denn nicht diese Viren auch thermisch zerstören? Und in der Tat ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Allerdings muss man natürlich schon eine endlich lange Zeit bei entsprechend hohen Temperaturen eine solche Maske auch, ich sage mal, der Hitze aussetzen. Da reicht es nicht, ich sage mal, die Maske auf den Balkon zu legen und zu warten, bis die Sonne drauf scheint, sondern wenn man das ordentlich machen wollte, ist es sicherlich notwendig zu sagen, ich schalte mein Backrohr beispielsweise ein, bring das auf 70 Grad oder auf 75 Grad, leg da die Maske rein und lass die ja mal eine halbe Stunde da im erhitzten Zustand liegen. Das mögen die Viren keinesfalls. Das würde funktionieren und das kann man auch empfehlen an dieser Stelle. Was sicherlich auch eine Möglichkeit ist, das ist das Verwenden von einem wirklich heißen Bügeleisen. Da sprechen wir aber auch von Temperaturen in diesem Fall, die dann weit über 100 Grad gehen. Da reicht es nicht, ich sage mal, dass die Maske mit dem Bügeleisen bei 45 Grad zu streicheln, sondern da muss man ordentlich Hitze raufgeben und natürlich aufpassen, dass dabei nichts passiert, aber hohe Temperaturen einsetzen.
Okay, wir sprechen nachher eh nochmal über die Masken, vor allen Dingen mit dem Apothekenpraxis-Kontext mit dem Herrn Rechtsanwalt Ulrich Laut. Ich würde jetzt gerne nochmal eine Fragerunde einleiten, Markus, vor allen Dingen um das Thema Arzneistoffforschung. Vielleicht hast du da ein paar Fragen für uns, die wir hier beantworten können. Ja, also es sind vor allem tatsächlich Fragen zu den Masken eingegangen, schon bevor wir das Thema angeschnitten haben. Das ist eigentlich so der Schwerpunkt auch unserer Zuhörer, die da eben aus der Apotheke natürlich ganz viele Fragen auch haben. Sie haben jetzt einen Teil schon beantwortet. Ich möchte dennoch noch mal darauf eingehen. Also Sie haben gesagt, also die thermische Behandlung ist dann eben eine Möglichkeit. Da hat auch ein Fragensteller geschrieben, dass er in der Apotheke den Kunden und Kundinnen dann auch empfiehlt, die zum Beispiel in den Backofen zu legen bei 70 Grad für 20 Minuten mindestens. Das würde ja dann etwa dementsprechend, was Sie gerade gesagt haben. Sie können das also auch, das können wir dann im Prinzip so mit Ja beantworten. Nochmal zum Waschen. Es gibt ja nun auch Masken, die angeboten werden, die eben auch in der Waschmaschine zum Beispiel waschbar sein sollen. Wäre da auch dann die Empfehlung sozusagen auch noch bei höherer Temperatur zusätzlich zu den Tensiden, die man zugibt? Nein, das ist nicht zwingend notwendig. Also die Waschtemperatur, wenn die im Korridor, ich sage mal zwischen 40 und 60 Grad bei einer solchen Stoffmaske liegt, aber natürlich ein entsprechendes Waschmittel auch verwendet wird, dann haben die Viren eigentlich keine Chance, einen solchen Waschvorgang zu überleben. Gibt es noch Fragen zu den Arzneistoffen? Wäre jetzt meine Frage, weil wir nachher nochmal über die Masken auch sprechen, Markus. Nee, soweit tatsächlich nicht. Ich habe jetzt hier keine weiteren Fragen mehr zu den Arzneistoffen im Moment gesehen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie gerne jetzt reinschreiben, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich habe jetzt hier beim Durchschauen aber dazu nichts, was nicht ohnehin schon beantwortet wurde. Also zwei, drei Fragen haben sich, denke ich, geklärt. Ansonsten im Moment nicht, nein. Wir gehen nachher nochmal auf die Masken ein, vor allen Dingen im Kontext mit der Apotheke und mit der Versorgung. Deswegen würde ich gerne überleiten zum nächsten Thema und nochmal einen Schwenk zurück zu den Impfstoffen machen. Wir haben auch über die Impfstoffe schon gesprochen, über die Immunologie. Wir machen regelmäßig ein Update hier mit dir, Theo. Meine erste Frage, die ich eigentlich an dich stellen möchte, ist, der Impfstoff wird ja im Moment von allen herbeigesehnt, weil eigentlich die Welt sich davon erhofft, diese Pandemie unter Kontrolle zu kriegen, auch nach dieser Zeit der Beschränkungen. Jetzt tut sich da einiges im Moment. Es ging jetzt die Meldung durch, auch dass das Paul-Ehrlich-Institut die ersten klinischen Studien zugelassen hat. Es heißt, dass die Impfstoffe nicht vor Jahreswechsel, sagen die Optimisten, 2021 verfügbar sind. Es gibt verschiedene Ansätze. Bilden sich gewisse Allianzen auch zwischen Impfstoffherstellern, zwischen großen Pharmaunternehmen. Kannst du uns nochmal einen aktuellen Überblick geben, was da im Moment Spannendes passiert? Ja, es ist tatsächlich so, dass die große Hoffnung auf Impfstoffen, aber auch auf Medikamenten liegt. Das muss man ganz klar sagen. Das sind die zwei wichtigen Optionen, die im Moment nicht zur Verfügung stehen, die wir aber dringend brauchen, um letztlich hier, ich sag mal, aus dieser Falle rauszukommen, die uns ja auch alle ein Stück weit einsperrt, was so fürchterlich jetzt zu nerven beginnt. Und da ist es sehr erfreulich, dass hier ein Wettlauf gerade stattfindet, auf der einen Seite weltweit, der dadurch sichtbar ist, dass ungefähr in der Größenordnung von knapp 80 verschiedenen Forschungsaktivitäten, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hier registriert sind. Die werden alle zentral gesammelt, beobachtet, registriert, zum Teil auch tatsächlich auch organisiert. Auch hinsichtlich der Kooperationsmöglichkeiten auf eine, wie ich möchte mal sagen, fast nicht gekannte Art und Weise. Beispielsweise, dass ein großer Impfstoffhersteller selber, GlaxoSmithKline, im Moment darauf verzichtet, einen eigenen Impfstoff zu machen, aber dafür seine Adjuvantien allen, die sie brauchen, zur Verfügung stellt. Das sind sensationelle Entwicklungen, die man so eigentlich gar nicht kannte. Also mit anderen Worten, es passiert unglaublich viel, einmal quantitativ, aber auch qualitativ. Was auch sehr interessant ist,
Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, klassische Ansätze, möchte ich mal sagen, ja, inaktivierte Viren oder rekombinante Proteine, bis hin zu völlig neuen Ansätzen, die hier ausprobiert werden, wo es überhaupt noch keine Erfahrung mit gibt, aber die insofern auch sehr vielversprechend sind, weil sie enorm flexibel sind. Beispielsweise Ansätze mit Nukleinsäuren, also RNA und DNA, Impfstoffe, die man natürlich ganz leicht variieren kann. Ja, das geht innerhalb eines Tages. Gewissermaßen kann man hier das Antigen variieren, muss natürlich dann wieder durch die Studien gehen und so weiter. Bis hin zu replikationsfähigen, aber nicht krankheitserzeugenden Viren, die hier gespritzt werden, und vielen anderen Möglichkeiten, die a priori interessant sind, aber die auch deshalb interessant sind, weil man davon ausgehen kann oder eventuell tatsächlich befürchtet, möchte ich mal sagen, dass es nicht sinnvoll ist, nur einen Impfstoff oder einen Impfstofftyp zur Verfügung zu haben, sondern mehrere, je nachdem, welche Population jetzt hier geimpft werden soll, ob das junge Leute sind, ob das ältere Leute sind, komorbide Leute sind, ob es Kinder sind und so weiter. Da müssen unter Umständen ganz unterschiedliche Impfstoffe eingesetzt werden. Und alles das läuft aktuell praktisch live ab. Man kann sich das anschauen und es ist hochspannend. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man mich hört gerade. Ich habe irgendwie mit dem Ton ein bisschen Stress. Super, danke schön. Ja. Ich würde gerne nochmal auf das, gestern Abend gab es ein Interview mit dem Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, dass die ersten klinischen Studien in Deutschland starten mit 4 Kandidaten von der Firma BioNTech. Kannst du uns was über diese 4 Impfstoffe vielleicht kurz berichten? Ja, das ist ja, diese Mainzer Firma BioNTech ist ja eins der, ich sag mal, der 3 prominenten Unternehmen, die sich hier engagiert, diesen neuen Weg zu gehen mit den RNA-Impfstoffen. 2 dieser Entwicklungen kommen aus Deutschland. Das ist einmal BioNTech und das andere ist CureVac in Tübingen. Und dann gibt es eine dritte Firma in USA, Moderna, die im Grunde genommen dieses Prinzip der RNA-Impfstoffe hier verfolgt. Und die Firma BioNTech, die ich sehr gut kenne, muss ich sagen, die ist eigentlich spezialisiert auf Impfstoffe gegen Tumoren, also Tumorimpfstoffe, und haben da auch ganz tolle Erfolge schon vorzuweisen. Und die haben sich sehr kurzfristig entschlossen, ihre Programme zu switchen, mehr oder weniger, als sich abzeichnete, was da auf uns zurollt, und haben dieses ganze Wissen aus der Impfstoffentwicklung für verschiedene Tumoren, dieses Gewissen eingesetzt, um jetzt ein Covid-Impfstoff zu entwickeln. Und hier sind 4 verschiedene Impfstoffe gerade gewissermaßen ganz vorne in der Prioritätsliste, die jetzt auch hier getestet werden in Deutschland. Diese unterscheiden sich, ich sag mal, minimal. Das sind ja kurze RNAs, die gespritzt werden und dann von den Zellen aufgenommen werden, von den Muskelzellen aufgenommen werden oder auch von akzessorischen Zellen aufgenommen werden und dann an den Ribosomen dieser Zellen in Protein übersetzt werden. Dieses Protein ist dann das eigentliche Antigen, das in der Zelle synthetisiert wird, ausgeschleust wird und dann dem Immunsystem präsentiert wird, sodass Antikörper, aber nicht nur Antikörper, sondern auch T-Zellen, zytotoxische T-Zellen gegen dieses Antigen gebildet werden. Und das war für mich in der Tat eine Überraschung. Ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm. Moderna ist bereits vor 3 Wochen ungefähr in die klinische Forschung in USA eingestiegen. Von CureVac war deutlich mehr die Rede in den Medien als von BioNTech. Aber jetzt
kam eben das Paul-Ehrlich-Institut mit der wirklich erfreulichen Nachricht, dass diese deutsche Entwicklung jetzt hier in einer Phase 1-Studie getestet wird. 200 Patienten, zunächst einmal bis 18 bis 55 Jahre. Ich habe extra geschaut, weil ich wollte mich schon freiwillig melden, aber ich bin leider zu alt, also da habe ich keine Chance mehr. Aber das wird jetzt sehr sauber getestet. Es folgt eine zweite Phase 1-Phase, wahrscheinlich eine Phase 1-2-Phase. Und dann geht das so seinen Weg. Es ist nicht ganz einfach, diese Entwicklung. Da ist auch drauf eingegangen worden in der Pressekonferenz. Auch Professor Zichotek hat es sehr erläutert, wo hier auch die Schwierigkeiten sind. Aber es ist wirklich extrem erfreulich, dass man zu so einem frühen Zeitpunkt tatsächlich jetzt mit Impfstoffkandidaten bereits in die erste klinische Entwicklungsphase geht. Ist das ein Hoffnungsschimmer, aber der Zeitkorridor, der immer wieder genannt wird, ist realistisch. Ne? Das Nadelöhr ist die klinische Studie wahrscheinlich. Ja, ja, also natürlich könnte man sagen, okay, jetzt haben wir, was haben wir jetzt, knapp Mai, sage ich jetzt mal, das muss doch dann flott gehen, ja, aber das ist nicht der Fall. Und auch hier muss man sagen, das muss Schritt für Schritt gemacht werden, nicht zuletzt auch deshalb, weil es hier auch ein paar Fragezeichen gibt, die man kennt aus der Impfstoffentwicklung gegen Covid-1, auch damals wurden Impfstoffe entwickelt, da wurden erste Versuche gemacht und da hat man ein Phänomen der Hyperreaktivität festgestellt, dass das unter Umständen gewaltig stören kann. Darauf ist der Professor Zichotek auch eingegangen. Um das kurz zu beschreiben, die Beobachtung, die man gemacht hat, war die, dass wenn man geimpft hatte und wenn dann die Versuchstiere beispielsweise mit einer neuen Infektion gechallenged wurde, also wenn versucht wurde, da eine neue Infektion draufzusetzen, dann verlief diese Infektion sehr viel dramatischer. Das ist ein sehr seltener Effekt, aber der war deutlich zu sehen und das muss hier ausgeschlossen werden, weil das natürlich gefährlich ist, wenn gewissermaßen Geimpfte dann sich vor einer weiteren Ansteckung fürchten müssen. Das geht natürlich gar nicht. Und das sind solche Sachen, die jetzt hier dann auch plötzlich auftauchen, mit denen man normalerweise gar nicht rechnen würde, weil es extrem selten ist. Es gibt kaum einen anderen Impfstoff, der dieses Phänomen zeigt. Hier aber liegt ein ganz klarer Schwerpunkt auf diese Vermeidung dieses Risikos. Ich würde gern nochmal einen kleinen Switch in die andere Richtung machen, und zwar zum Thema Epidemiologie. Es ist ja so, die Leute sind, da haben wir eben drüber gesprochen, wir haben hier die beiden Überschriften auch von der PZ, die Leute sind inzwischen ein bisschen gestresst auch, was die Ausgangsbeschränkungen angeht, und alle hoffen, dass sich die Sachen jetzt lockern. Jetzt gibt es aber auch immer wieder sehr deutliche Stimmen, die davor warnen, dass eventuell ein Vorsprung verspielt wird. Wir haben hier Text eingebildet, da wird Herr Drosten zitiert. Es hat eine Studie gegeben, ich muss immer gucken, von einem Epidemiologen, Herrn Meyerowitz-Katz, die ist auch in der PZ zitiert worden, da kommt das Wort Herdenimmunität ins Spiel, und dass das mit der Herdenimmunität keine besonders gute Idee ist. Also Stichwort Herdenimmunität heißt ja, es müssen so und so viele Leute immun sein oder die Krankheit durchgemacht haben. Kannst du uns vielleicht kurz was zu dieser Arbeit von Herrn Katz berichten? Ja, das ist also das war eine sehr interessante Arbeit, die mich wirklich fasziniert hat, muss ich sagen. Deshalb ich mich dann auch hingesetzt habe und diesen Artikel geschrieben hat für die Pharmazeutische Zeitung, wo es eigentlich darum ging, und das ist auch das, was Herr Drosten hier anspricht, was er befürchtet, dass man gewissermaßen sich vorstellt, dass Herdenimmunität ein gewisses Werkzeug der Prävention sein könnte. Ja? Also, dass man sagt, okay, wir
kontrollieren, wir infizieren kontrolliert, sage ich es mal, das wäre die eine Möglichkeit, oder wir infizieren naiv, ja, dass indem wir bestimmte Beschränkungen jetzt aufheben und dann die Infektionswelle von alleine wieder, und zwar unkontrolliert, anläuft, was letztlich dazu führt, und das ist die Argumentation, dass die Population letztlich durchinfiziert wird und dass man dann irgendwann eine Schwelle erreicht, die jetzt Herdenimmunität etabliert. Herdenimmunität ist natürlich enorm wichtig, das haben wir für alle Infektionskrankheiten. Aber was wir eben nicht für die normalen Infektionskrankheiten haben, ist, dass wir Herdenimmunität ohne Impfstoff herbekommen. Und das ist eben jetzt die Warnung, die hier ausgesprochen wird. Leute, redet nicht über Herdenimmunität, solange wir keinen Impfstoff haben, weil Herdenimmunität ohne Impfstoff bedeutet, alle erforderliche, also die erforderliche Anzahl, das sind 70% einer Bevölkerung, einer Population, im Falle von SARS-CoV-2 müssen eine Infektion durchgemacht haben, also die Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben. Das sind unwahrscheinliche Risiken, die man da eingehen würde. Das geht einfach nicht, Herdenimmunität dadurch zu erreichen, dass man 70% der Bevölkerung, ich sag mal, impft. Das ist natürlich die wünschenswerte Sache. Insofern hängt die Impfstoffentwicklung auf der einen Seite mit dem Ziel, möglichst bald eine Herdenimmunität zu etablieren, um auch Leute zu schützen, die nicht geimpft werden können, beispielsweise, ja, dass das erst laufen kann, wenn tatsächlich diese Interventionsmöglichkeit des Impfens vorliegt. Und deshalb so wichtig ist, die Impfstoffentwicklung, diese ganze Szene genau zu verfolgen. Also die Zahlen sind ja auch alarmierend, die Herr Katz da publiziert hat. Ne? Ja. Also wenn jetzt quasi eine Durchseuchung voranlaufen würde, dann würden die Krankheitsfälle explodieren, die Intensivstationen, alleine die Todeszahlen, die da genannt sind in der Studie, ist also dringend empfehlenswert, eigentlich das auch nochmal durchzulesen. Ne? Ja, das ist genau der Punkt. Ich meine, man tut das immer so ab, ich sag mal, eine Todesrate von 0,5% oder irgend sowas, wenn es gut läuft. Wir sehen ganz andere Zahlen im Moment, muss man sagen, wenn man zum Beispiel Schweden sich anschaut, ja, da haben wir ganz andere Zahlen. Und aber wenn man wirklich bei 0,5% bleibt und das dann einfach mal auf 80 Millionen tatsächlich durchrechnet, dass man mal eine absolute Zahl hat und nicht nur so eine Prozentzahl, so eine kleine Prozentzahl, dann sieht man, was das bedeuten könnte und dass man das einfach nicht machen darf. Hinzu kommt, und das war ja die Strategie, die von Anfang an verfolgt wurde, diese Flatten the Curve-Strategie, dass wenn man mal unkontrolliert jetzt eine Durchinfektion laufen lassen würde, dass da natürlich die ganzen Vorbereitungen, die wir gerade gehört haben, die so fantastisch geklappt haben in der Abteilung von Herrn Zachowski, dass das natürlich dann alles zusammenbrechen würde. Und alles das kann man ja im Moment live sehen in den Ländern, die schlecht vorbereitet waren, aus verschiedenen Gründen. Und deshalb ist es eigentlich erstaunlich, dass man da nicht vorsichtig genug ist, sondern dass man jetzt ungeduldig wird, dass man sagt, okay, wir brauchen wieder Grundrechte, wir wollen wieder arbeiten und so weiter. Mit den Konsequenzen, die Herr Drosten, ich sag mal, skizziert, und wir werden sehen, wer recht hat. Leider. Interessant auch in den Ausführungen von Herrn Drosten war ja, dass wir dann eine andere Situation haben, nämlich dass wir nicht nur diese eine Spur haben, die ins Land reinführt, sondern dass wir quasi
viel mehr Keimzellen der Verbreitung in Deutschland haben und dass es dann zu einer ganz anderen epidemiologischen Ausbreitung des Virus kommen würde. Ne? Ich jetzt nochmal in die Fragerunde reingehe, ich gucke immer auf die Uhr, Markus, zu den Impfstoffen würde ich gerne vielleicht nochmal gucken, was da an Fragen reingekommen ist. Ja, es sind ein paar Fragen auch zu der Entwicklung insgesamt der Impfstoffe. Sie haben ja jetzt ein bisschen geschildert, was da alles momentan erforscht wird. Jetzt haben ein paar Teilnehmer gefragt, jetzt nochmal im Hinblick auf die Immunität, wenn denn nun eine Impfung da wäre, wie da Ihre Einschätzung ist, wie oft die denn aufgefrischt werden muss. Also viele haben jetzt hier geschrieben, dass vielleicht das nur 3-4 Monate halten würde, möglicherweise. Das wäre dann auch logistisch wieder sehr schwierig. Haben Sie da eine Einschätzung? Ja, das kann man nicht sagen, vor allen Dingen auch deshalb nicht, weil erstens haben wir überhaupt keine Erfahrung. Also das ist, das muss man tatsächlich empirisch herausfinden. Das halte ich aber für das kleinere Problem, auch wenn man sich nach einem halben Jahr nochmal impfen, das kennen wir ja von anderen Impfungen auch. Aber das kann man auch deshalb nicht sagen, weil wir so viele verschiedene Impfstrategien haben. Also wir werden sicherlich Impfstoffe kriegen, ich sag mal, die ein rekombinantes Protein, dieses S-Protein enthalten. Da ist die Frage, muss das adjuvantiert werden und so weiter. Wie oft muss man da auffrischen oder boostern, sag ich mal, überhaupt auf ein Level zu kommen. Dann diese RNA-Impfstoffe, dann haben wir diese viralen Impfstoffe. Wir haben Impfstoffe mit virusähnlichen Partikeln, was man jetzt aus der Schweiz hört. Ich weiß nicht, ob einige das gelesen haben, das ging heute auch durch die Presse, dass die Schweiz glaubt, in diesem Jahr noch einen Impfstoff bereitstellen zu können. Das ist ein virusähnliches Partikel, was hier gemacht wird. Alles das weiß man nicht. Also. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das eine untergeordnete Frage. Die Frage ist, ist der Impfstoff zunächst einmal wirksam? Und wenn er nur für 3 Monate wirksam ist, im ersten Fall, sodass geboostert werden muss, und vor allen Dingen die Frage, sind die Impfstoffe sicher? Ja, genau, und auch zu der Sicherheit, da gab es auch noch mal einige Fragen, insbesondere natürlich im Hinblick auf, wie die dann getestet werden. Wie ist es denn momentan vorgesehen? Ist da vielleicht auch ein beschleunigtes Verfahren angedacht oder wäre das auch vertretbar? Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein beschleunigtes Verfahren angedacht und das sehen Sie schon daran, dass wir jetzt bereits in der klinischen Phase sind. Streng genommen sind die Tierversuche noch gar nicht abgeschlossen. Besonders hinsichtlich dieses neuen Phänomens, was ich versucht habe zu schildern, das hätte eigentlich sauber tierexperimentell abgeklärt werden müssen. Das weiß auch das Paul-Ehrlich-Institut und adressiert das auch und sagt, wir würden das niemals so machen, wenn wir nicht diese konkrete Situation jetzt hätten. Aber im Kontext dieser gefährlichen Lage, in der wir uns befinden, sind wir, und das ist ja nicht nur eine Behörde des Paul-Ehrlich-Instituts, sondern das läuft ja letztlich international, mit internationalen Wissenschaftlern, sind wir zu dem Entschluss gekommen, diese Phasen, also die gewissermaßen die Toxikologie in Tierversuchen auf der einen Seite und die erste Sicherheitsstudie, die Phase 1 am Menschen, gewissermaßen parallel zu machen. Daran sieht man, wie hier sehr rational, aber tatsächlich auch abgekürzt wird. Vielleicht dazu noch eine letzte Frage, auch das haben mehrere Teilnehmer reingeschrieben, gerade dann eben zu den Versuchen dann am Menschen, Phase 1 Studien. Gibt es da eigentlich genügend Freiwillige? Werden da noch welche gesucht? Oder wie ist da die Situation im Moment? Also ich gehe davon aus, dass es da genügend gibt. Das ist auch recht interessant. Auf der Homepage des Paul-Ehrlich-Instituts nachschaut, zu dieser Pressekonferenz beispielsweise, das findet man ganz leicht, indem man da ein paar Schlagwörter einsetzt. Dann wird man geleitet zu einer Datenbank, wo
einer europäischen Datenbank, wo die klinischen Studien alle gesammelt werden, aufgeführt werden. Und da kann man sehr viel Details zu dieser klinischen Phase 1-Studie sehen, unter anderem auch, wie weit der Rekrutierungsvorgang fortgeschritten ist. Und, aber ich bin sicher, dass es da genügend Freiwillige gibt, die sich da melden. Gut, ich würde sagen, vielen Dank erstmal, Theo. Es ist diese Woche so viel super Spannendes, was wir an Themen hier in dieser Sendung drin haben. Ich bin ganz begeistert, muss ich sagen. Vielen Dank für deinen guten Überblick. Es geht ja weiter mit uns. Wir werden das weiterhin beobachten, was alles passiert in den nächsten Wochen für unsere Sendung dann wieder aufbereiten. Wir haben die letzten Wochen immer im letzten Teil unserer Sendung die Apothekenpraxis und vor allen Dingen das Apothekenrecht behandelt. Ich begrüße dazu auch wieder unseren Experten, Herrn Rechtsanwalt Ulrich Laut, mit dem wir jetzt durch den letzten Block gehen möchten, zusammen. Vielleicht kurz ein paar einleitende Worte von mir, bevor Herr Laut dann auch zugeschaltet ist bei uns. Es sind einige Dinge passiert im Bereich des Apothekenrechts, gerade in den letzten Tagen. Sind diese Verordnungen in Kraft getreten. Es ist sehr, sehr spannend. Noch hat man nicht wirklich den Überblick. Es hat auch kritische Töne gegeben in den letzten Tagen, gerade zum Thema Schutzausrüstungsausstattung in Apotheken, aber auch zum Thema Aushöhlung der Apothekenpflicht, wo wir heute kurz mal drauf eingehen wollen. Ich begrüße jetzt nochmal Herrn Ulrich Laut, er ist per Telefon zugeschaltet bei uns, weil es mit der Bildübertragung nicht so gut klappt. Er ist Rechtsanwalt und Hauptgeschäftsführer der Landesapothekerkammer in Hessen. Herr Laut, herzlich willkommen heute Abend. Hören Sie mich? Willkommen. Ja. Ja, hallo, schön, danke schön. Ich würde gleich mit der ersten Frage gleich anfangen. Und zwar hat vergangene Woche das Bundesgesundheitsministerium die Vorschriften für Produkte des medizinischen Bedarfs gelockert. Jens Spahn will dem Bund über die sogenannte medizinische Bedarfsversorgungssicherstellungsverordnung, ich muss das ablesen, weil das Wort zu kompliziert ist, möglichst schnell erlauben, Produkte des medizinischen Bedarfs beschaffen und verteilen zu können. Also auch Arzneimittel, Medizinprodukte, Labordiagnostika, Hilfs- und Desinfektionsmittel. Jetzt gibt es Kritik teilweise, dass man darin eine Gefahr sieht, dass die Apothekenpflicht ausgehöhlt wird. Herr Laut, vielleicht können Sie uns dazu Ihre rechtliche Einschätzung geben. Das mache ich gerne. Ich kann mal vorwegschicken, das ist absolut nicht der Fall. Diese Verordnung hat mit der Abschaffung der Apothekenpflicht überhaupt nichts zu tun. Man muss sich mal vor Augen führen, was die Apothekenpflicht eigentlich ist. Und dann wird es einem schnell klar. Die Apothekenpflicht ist eigentlich ein Eingriff in das Gewerberecht von ganz normalen Gewerbetreibenden, weil diese apothekenpflichtige und natürlich verschreibungspflichtige Arzneimittel erst recht nicht abgeben dürfen. Und warum ist das so geregelt? Das ist ganz einfach Verbraucherschutz. Es handelt sich um Waren, die ja nicht nur Gutes bewirken, sondern bei zu viel oder Fehlgebrauch auch zu erheblichen Schäden führen können. Und deshalb ist die Abgabe Fachleuten vorbehalten. Wenn man sich das vor Augen führt, erster Gesichtspunkt, und dann zweitens auch noch weiß, dass diese Regelung eigentlich gar nichts Neues ist, dann wird einem schnell klar, dass es sich nur um Gerüchte handelt. Denn der gleiche Regelungsgehalt ist aus dem Katastrophenschutzrecht längst bekannt. Dort gibt es eine Ausnahmevorschrift auf Grundlage von § 71 des Arzneimittelgesetzes. Und im Katastrophenfall ist genau das vorgesehen, was jetzt in der Versorgungssicherstellungsverordnung auch geregelt ist. Und im Katastrophenfall, wenn er denn mal eingetreten ist, ist auch nichts nachhaltig erschüttert worden. Es zeigt sich mal wieder, dass Halbwahrheiten und Verunsicherung ein guter Nährboden für Gerüchte sind, aber ich kann sie vollkommen beruhigen. Da ist nichts dran. Und übrigens, wenn der Gesetzgeber die Apothekenpflicht abschaffen wollte, dann bräuchte er nicht auf eine Pandemie zu warten. Das könnte er auch anders tun. Tut er aber nicht, mit gutem Grund. Okay, vielen Dank für diese klaren Worte.
Ich würde gleich überwechseln. Wir haben noch so ein Ungetüm an Rechtsverordnung, was in Kraft getreten ist, und zwar erst gestern, die SARS-CoV-2 Arzneimittelversorgungsverordnung. Das ist sehr, sehr apothekenrelevant, was da alles in Kraft tritt. Es sind einige Inhalte, die auch sehr viel Konsequenzen für die Apotheken haben. Sie haben uns dankenswerterweise das Papier auch zur Verfügung gestellt, was die Apothekerkammer Hessen den Mitgliedern jetzt zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht können Sie uns kurz die wichtigsten Aspekte hier nochmal interpretieren. Das mache ich sehr gerne. Ich fange ganz kurz an mit den Krankenhäusern. Das ist nämlich nur eine Regelung letztlich. Es geht darum, dass im Entlassmanagement Packungsgröße bis zum größten Packungsgrößenkennzeichen abgegeben werden dürfen und außerdem für bis zu 14 Tage, also im Prinzip das, was der GBA eigentlich schon vorhatte, das ist jetzt schon mal mindestens vorläufig in Kraft gesetzt. Was betrifft die öffentlichen Apotheken ganz zentral? Es geht um Abweichungen von § 129, den Sie ja alle kennen, SGB V. Es ist so, dass in Fällen, in denen das verordnete Arzneimittel nicht vorrätig ist, ein anderes wirkstoffgleiches Arzneimittel, das vorrätig ist, das muss so sein, also tatsächlich körperlich vorhanden ist, abgegeben werden darf. Wenn das auch nicht der Fall ist, prüft die Apotheke, ob das verordnete Arzneimittel lieferbar ist, dann muss bestellt werden. Ist das nicht lieferbar, dann darf die Apotheke ein lieferbares wirkstoffgleiches Arzneimittel abgeben. Und wenn das auch nicht der Fall ist, nach Rücksprache mit dem Arzt ein pharmakologisch-therapeutisch vergleichbares Arzneimittel, das muss dann allerdings dokumentiert werden. Und ohne Rücksprache mit dem Arzt dürfen Apotheken bei der Ersetzung des verordneten Arzneimittels von der ärztlichen Verordnung abweichen hinsichtlich der Packungsgröße, der Packungszahl, der Entnahme von Teilmengen und der Wirkstoffe. Und ganz wichtig, weil wir ja auch wissen, dass es andere Gesichtspunkte zu solchen Fragen gibt, diese Maßnahmen sind von Retaxationen ausgenommen und § 17 Apothekenbetriebsordnung ist dem angepasst, sodass sie da mit dem Ziel der Menschenversorgung sehr weit kommen. Und ganz wichtig, diese Vorschriften gelten unmittelbar, also seit gestern. Und dann gibt es noch Ausnahmen vom Apothekengesetz und der Betriebsordnung, die potenziell möglich sind. Auf diese möchte ich jetzt nicht eingehen, und zwar deshalb, weil es notwendig ist, dass die zuständige Behörde, das ist je nach Bundesland jemand anders, also in Hessen zum Beispiel das Regierungspräsidium Darmstadt, dies gestattet. Und da geht es dann wirklich um Fragen der Aufrechterhaltung der Versorgung. Also Sie sehen, das System der deutschen Apothekenlandschaft soll durch diese Maßnahmen nicht bedroht werden. Wichtig ist... Entschuldigung. Nee, machen Sie ruhig. Nee, sprechen Sie weiter. Es ist sehr vielschichtig. Ne? Es geht auch um Botendienst, glaube ich, sind einige Punkte, die da aufgearbeitet sind. Da komme ich jetzt zu. Die Arzneimittelpreisverordnung wird ergänzt. Und zwar hatten wir ja vor 2 Wochen schon kurz das Thema Botendienst und Honorierung angerissen. Bis zum 30.09. befristet erhalten die Apotheken einen Zusatzbetrag in Höhe von 5 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für jede Lieferung im Botendienst, das heißt pro Kalendertag und Lieferort. Und Lieferort kann hier sein die Wohnung, die Arbeitsstätte oder eine sonstige Adresse. Wichtig ist zu beachten, dass die Versorgung von Alten- und Pflegeheimen hierunter nicht fällt. Da gibt es nämlich den berühmten Versorgungsvertrag nach § 12a des Apothekengesetzes. Und Sie werden sicher fragen, wie funktioniert das, kann ich Ihnen leider nicht beantworten, denn die Modalitäten der Abrechnung müssen zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem Deutschen Apothekerverband ausgehandelt werden. Und diese Verordnung ist seit vorgestern überhaupt veröffentlicht und seit gestern geltend, sodass das alles zügig geht. Aber ich kann Ihnen nur raten, die Rezepte zurückzuhalten, sodass Sie auch noch in die Lage versetzt werden, dort ein Sonderkennzeichen aufzubringen. Beim Botendienst gibt es außerdem zusätzlich eine einmalige Pauschale von 250 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, um
sie in die Lage zu versetzen, die notwendige Schutzausrüstung, wenn sie sie denn bekommen, zu finanzieren. Das ist also mal der Teil Arzneimittelpreisverordnung. Dann können Sie bei der, obwohl es geht noch ein bisschen weiter, bei der Abgabe von Teilmengen können Sie Zuschläge erheben, und zwar in der Art, dass Sie bei einer Folgeabgabe weiterer Teilmengen aus der gleichen Packung jeweils 5,80 Euro erheben können und die Packung bei der ersten Teilmenge bereits abrechnen können, sodass diese 5,80 Euro letztlich ein Beitrag zur pharmazeutischen Beratung darstellt. Weiter geht's mit Ausnahmen im Betäubungsmittelrecht. Da ist es so, dass die Verordnung eine erlaubnisfreie Abgabe von Betäubungsmitteln zwischen öffentlichen Apotheken und auch zwischen Krankenhausapotheken und öffentlichen Apotheken ermöglicht, sofern dies zur Sicherstellung einer nicht aufschiebbaren Behandlung erforderlich ist. Und wichtig in dem Zusammenhang ist zu wissen, dass natürlich Paragraph 12 des Betäubungsmittelgesetzes weitergilt. Das heißt, Sie brauchen ein Abgabebelegverfahren und Sie müssen das nach Paragraph 17 Absatz 6c der Apothekenbetriebsordnung dokumentieren. Und dies gilt nicht, ganz wichtig, bei der Abgabe an Ärzte, sondern nur zwischen Apotheken, seien es öffentliche oder Krankenhausapotheken. Dann gibt es eine Fülle von Ausnahmen im Rahmen der Substitutionsbehandlung. Auf die möchte ich nicht wesentlich eingehen. Wenn Sie Substitutionsbehandlung machen, lesen Sie die Verordnung, die ist sehr präzise. Da werden Sie fast jede Frage beantwortet finden. Und das Einzige, was ich noch sagen möchte, ist, in dem Fall, in dem es um das Überlassen von Substitutionsmitteln zum unmittelbaren Verbrauch geht und das mit dem normalen pharmazeutischen Personal oder Apothekenpersonal nicht möglich ist, können Sie jemanden im Botendienst beauftragen. Diese Person muss volljährig sein und am besten natürlich auch eine pharmazeutische Ausbildung haben, aber ganz wichtig ist, volljährig muss der Bote sein und es ist eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung mit dem substituierenden Arzt zu treffen. Dann sieht diese Ich denke, das ist ja ein Riesenwerk irgendwie. Ich weiß nicht, Botendienst. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Es wird jetzt auch publiziert und bearbeitet. Vielleicht noch eine Frage. Ich meine, das ist eine Verordnung, die jetzt in Kraft tritt, aber die ist befristet. Ne? Wie können wir uns das vorstellen? Vielleicht können Sie da kurz was zu erklären. Gerne. Also diese Verordnung ist gestern in Kraft getreten und gilt. Das ist natürlich auch wieder so eine neue Erkenntnis dieser Gesamtsituation. Bis der Deutsche Bundestag die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufgehoben hat und dies im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist, also bis sozusagen der Gesetzesbetrieb wieder Normalfahrt aufgenommen hat. Und die Verordnung tritt allerdings spätestens mit Ablauf des 31. März 2021, also nächstes Jahr, außer Kraft. Und die Botendienstvergütung endet am 30. September diesen Jahres, es sei denn, der Gesetz- oder Verordnungsgeber verlängert dies weiterhin. Okay. Vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache jetzt von Pharma4U. Wir haben auch, weil sich so viel tut, ein aktuelles Webinar noch angesetzt für nächste Woche. Finden Sie bei uns im Terminkalender, diejenigen, die regelmäßig bei uns auf der Seite unterwegs sind, wo wir uns auch nochmal mit den rechtlichen Aspekten ausführlich in einem einstündigen Webinar auseinandersetzen wollen. Dafür schon mal die ganz herzliche Einladung, auch eventuell interessant für Pharmaziestudierende und Pharmaziepraktikanten, die ja im Moment auch teilweise keine Möglichkeit haben, an den Veranstaltungen des begleitenden Unterrichts teilzunehmen. Ich möchte gerne noch mal einen Schwenk machen, Herr Laut, und zwar würde ich gerne noch mal über die Schutzausrüstung mit Ihnen sprechen. Das ist ja ein großes Thema. Die Apotheken sind da hauptsächlich mit auch viel mit beschäftigt im Augenblick. Da geht es um das Thema Systemrelevanz der Apotheken. Sind die Apotheken systemrelevant? Das RKI hat da jetzt noch mal nachgebessert und hat die Apotheken definitiv als systemrelevant eingestuft. Die Beschaffung, die läuft ja nicht immer rund in den Ländern.
die Bedarfsanfragen der Apotheken sollen eigentlich über den Katastrophenschutz laufen, über die zuständigen Kreisbehörden. Sie haben in Hessen, arbeiten in dem Krisenstab, dem Corona-Krisenstab mit als Vertreter der Kammer und da auch ein bisschen mehr für Klarheit gesorgt. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Blick erlauben, wie das in Hessen jetzt geregelt ist mit dem Bezug oder wie man sich auch diesen Krisenstab vorstellen kann. Und die zweite Frage wäre, ob man vielleicht auch einen Ausblick geben kann auf die anderen Bundesländer. Mache ich gerne. Ich will noch einen ganz kurzen Satz loswerden zu der eben angesprochenen Verordnung. Mir ist vollkommen klar, dass niemand in der Lage ist, durch Zuhören diese komplizierten Dinge nachzuvollziehen. Deshalb wollte ich nur mal einen kurzen Überblick geben. Die Fachzeitschriften werden darüber berichten und Sie können das in Ruhe nachlesen. Wir in Hessen haben ja unsere Mitglieder schon informiert, die anderen Kammern werden das sicher auch tun und die Fachpresse. Also lesen Sie es in aller Ruhe und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihre Kammer, da wird Ihnen geholfen. So, jetzt kommen wir mal zur Schutzausrüstung. Da gilt der alte Grundsatz, dass der Kaiser sein Recht verloren hat, wo es nichts zu holen gibt. Wir haben gerade heute im Corona-Stab, das Wort Krise vermeiden wir, das klingt so negativ, im Corona-Stab über dieses Thema gesprochen. Wir haben immer noch nicht genügend Ausrüstung für notwendige Operationen. Aber ganz wichtig, die Versorgung läuft an. Es wird immer besser. Und dann kommen endlich auch Sie ins Spiel, denn wir haben nolens volens, wie in allen Bundesländern, natürlich eine Abstufung. Und erst müssen mal die versorgt werden, die unmittelbar an den Schwerkranken operieren und arbeiten. Und in den nächsten Stufen dann alle anderen, die betroffen sind, da sind auch die Apotheker auf der Liste, in Hessen und sicher auch in anderen Bundesländern. Und das geschieht so, dass die Katastrophenschutzbehörden für die Ausgabe dieser Schutzkleidung und Masken zuständig sind. Allerdings haben wir das Problem, das haben wir auch schon zweimal im Corona-Stab besprochen mit dem Vertreter des Hessischen Ministeriums des Inneren, dass die Landräte, wenn sie es überhaupt wissen, natürlich auch nichts haben. Also wichtig, die Apotheker stehen auf der Liste, sie stehen nicht ganz oben, das haben wir alle schon gemerkt, aber sie stehen ziemlich weit oben, dank der Einschätzung auch des RKI. Und das heißt, wenn es denn was gibt, dann über die Landräte und wir bemühen uns weiterhin, dass die zuständigen Stellen das auch merken und begreifen. Wir wissen aus vielen Anrufen von unseren Mitgliedern, dass das noch nicht angekommen ist, aber ich bin sicher, auch dieser Stein ist ins Rollen gekommen und wird sein Ziel finden. Ich denke, das ist eine wichtige Botschaft, die Sie hier geben, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die sich da wirklich echt abrennen im Augenblick, um an diese Ausrüstung zu kommen, dass da entsprechend Hoffnung ist. Ich würde gerne, wenn Sie einverstanden sind, nochmal einen Schwenk ins Publikum machen. Es sind sicherlich einige Fragen auch, die gekommen sind. Dazu auch nochmal der Hinweis, Sie können Ihre Fragen hier natürlich im Chat stellen. Sie können aber auch die Fragen an unsere E-Mail-Adresse webcast@pharma4u.de stellen. Wir versuchen das dann entweder in den nächsten Sendungen abzuarbeiten oder wir versuchen Ihnen auch direkt zu antworten. Markus, vielleicht schaltest du dich zu. Was sind denn für Fragen reingekommen? Gut, also erstmal vorweg, es sind wirklich sehr viele auch Detailfragen zu Abrechnungsmodalitäten eingegangen. Herr Laut hat es ja gesagt, vielleicht können wir das jetzt in dem Rahmen nicht jedes Detail klären. Da müsste man wirklich nochmal im Detail in die Verordnung vielleicht auch nochmal nachlesen. Ich will ein paar allgemeine Fragen vielleicht hier wiedergeben. Es haben sehr viele Teilnehmer gefragt, allgemein nach dem Thema Schutzausrüstung. Sie haben es ja eben auch angesprochen, dass zum Beispiel eben dieser Betrag dort vorgesehen ist, um sich für den Botendienst auch erstmalig Schutzausrüstung, sofern man sie bekommt, anzuschaffen. Ist das eigentlich, das fragen jetzt einige Teilnehmer, wirklich vorgeschrieben, dass man diese Schutzausrüstung trägt, sowohl beim Botendienst als auch in der Apotheke, wenn man dort eben Patienten berät und aber eine Plexiglas-Schutzwand hat, muss man dann trotzdem solche Masken tragen? Das ist ein sehr vielschichtiges Thema, das kann ich mal sagen. Es geht mal damit los, dass der Mindestabstand am Arbeitsplatz einzuhalten ist.
Das ist mal der Grundsatz. Das heißt, wenn Sie sich dauerhaft auf kürzeren Wegen begegnen in der Apotheke, müssen Sie eigentlich eine Schutzmaske tragen. Aber ich glaube, es ist ein vielleicht praktischer Weg, mal mindestens davon auszugehen, dass die Kassenplätze 1,5 Meter auseinander sind. Wenn Sie das nicht gewährleisten können, müssen Sie auf jeden Fall wegen des Arbeitnehmerschutzes untereinander mit Schutzmaske arbeiten. Was die Frage des Kontakts mit Patienten betrifft, ist es nach meiner Auffassung so, dass die Plexiglasscheibe ausreichend ist, wenn sie auf der einen und der Patient auf der anderen Seite ist. Wenn Sie dem was erklären müssen, unmittelbaren Kontakt haben, müssen Sie natürlich den entsprechenden Schutz tragen. Ich habe mich mit einem Arbeitsrechtler in dieser Frage unterhalten, der das ganz rigoros gesehen hat, aber das ist bei Arbeitsrechtlern halt häufig so. Ich glaube, dass die Tragepflicht ja auch von ihrem Sinn her interpretiert werden muss und der ist ein Schutz Dritter vor Übertragung. Und wenn die Plexiglasscheibe nun mal die Tröpfchen abhält, dann tut sie das mit oder ohne Maske. Und deshalb glaube ich, vom Schutzzweck der Norm her ist das in diesem Fall ausreichend, wenn Sie eine solche Scheibe haben. Okay, gut, das wäre dann im Prinzip eine sehr klare Antwort. Vielen Dank dafür. Vielleicht noch mal zu den Abrechnungsmodalitäten im Bodendienst. Auch das hatten Sie ja angesprochen. Jetzt haben hier Teilnehmer gefragt, wie das eigentlich ausschaut mit Privatrezepten. Fallen die auch unter die Verordnung oder wie würden die, also kann man da auch... Also vom Grundsatz her fallen die auch darunter. Wie das mit dem Abrechnen passiert, kann ich Ihnen leider überhaupt nicht sagen, weil hier natürlich die Frage, wie das genau funktioniert, zwischen dem SPIBO und dem DAV geklärt werden muss. Aber deshalb meine Empfehlung, behalten Sie die Rezepte oder führen Sie zumindest Listen. Natürlich ist es etwas schwierig beim Privatpatienten, wenn er nicht mehr da ist, im Nachhinein das zu erheben. Mhm. Da haben wir noch keine Lösung erarbeiten können. Das müssen wir uns auch nachsehen. Wir haben ja auch vorgestern Abend von diesem Wunderwerk erfahren. Mhm. Also so gesehen wird sich da auch noch eine Lösung finden und die wird dann auch über die Fachgremien und Kreise veröffentlicht. Okay, vielleicht eine Frage noch, die hatte uns im Vorfeld schon per E-Mail erreicht. Jetzt geht es nochmal in eine andere Richtung. Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon über den Fall gesprochen, dass es ja nur noch sein könnte, dass eben Apothekenpersonal, Apotheker, PTA, wer auch immer, eben erkrankt oder zumindest eben positiv getestet wurde. Da war ja die Frage, muss dann eine Apotheke geschlossen werden oder nicht? Darf die weiter öffnen? Darf man möglicherweise selbst dann, wenn man eben positiv getestet wurde, weiterarbeiten? Hat sich da irgendetwas getan? Konkret geht jetzt hier die Frage auf die Situation in Bayern, wie da die Situation wäre, ob eine Apotheke auch weiter öffnen dürfte oder sogar öffnen müsste, wenn eben Personal in der Apotheke erkrankt ist. Oder also das ist auch eine Risikoeinschätzung, die das Gesundheitsamt treffen muss. Und der große Ausgangspunkt ist immer die Frage, was ist wem zumutbar? Wenn Sie eine Stadt haben mit, ich nenne jetzt irgendwann eine Zahl, 15 Apotheken und in zwei Apotheken besteht der Verdacht einer Infektion und in einer liegt er vor, dann wird das Gesundheitsamt im Zweifelsfall alle drei Apotheken vorübergehend schließen, weil die Versorgung durch 12 andere gewährleistet ist. Wenn Sie irgendwo auf dem Land sind, wo eine Apotheke oder vielleicht zwei da sind und dort tritt das Problem auf, hat das Gesundheitsamt jetzt nach der neuen Einschätzung des RKI die Möglichkeit, die Apotheke auch geöffnet zu lassen, um die Versorgung sicherzustellen. Sie sehen also, Ausgangspunkt ist, kann die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden, wenn die Apotheke geschlossen wird? Wenn die Antwort Nein heißt, hat das Gesundheitsamt dank der Einstufung des RKI die Möglichkeit, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Okay. Markus, noch Fragen? Ja, wie gesagt, also die weiteren Fragen würden sich jetzt wirklich auf Details zu den Abrechnungsmodalitäten, okay, ich denke, das können wir an der Stelle hier vielleicht schwer beantworten, weil es da auch teilweise um Zahlen geht, Abrechnung geht, die wir jetzt hier vielleicht schwer nachvollziehen könnten im Moment.
Ich denke, das wird sich auch klären in den nächsten Tagen dann, beziehungsweise in den nächsten Wochen, bis dann Klarheit herrscht. Und es wird also da sicherlich die Empfehlung auch, das zu verfolgen über die Verlautbarung der Kammern und auch der Verbände und über die Fachmedien. Wie gesagt, nochmal auch Einladung hier zu unserem Webinar nächste Woche. Eventuell auch neue Aspekte, die da nochmal bearbeitet werden. Ja, wir sind eigentlich gut in der Zeit. Wir sind gut durchgekommen. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bedanken bei meinen Gesprächspartnern, Herrn Dr. Professor Zacharowski, der jetzt inzwischen schon wieder weg ist, Herrn Professor Dingermann, Herrn Professor Schubert-Zillowitsch und bei Ihnen, Herr Laut. Danke, dass Sie das mit uns zusammen machen, dieses Format. Wir haben geplant, die nächste Sendung am Mittwoch, den 6. Mai um 20 Uhr. Wir werden bis dahin auch wieder sammeln, die Themen, und Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Fragen auch an uns zu mailen, an die E-Mail-Adresse webcast@pharma4u.de. Die ganzen Sendungen bis jetzt, die wir hier live gemacht haben, stehen auch als Aufzeichnungen zur Verfügung für Sie in den YouTube-Channels von der Pharmazeutischen Zeitung und im YouTube-Channel von Pharma4U. Haben wir Ihnen hier nochmal den Link eingebettet, und wir haben inzwischen eine zentrale Landingpage eingerichtet, auch für Sie unter pharma4u.de/webcast. Da finden Sie dann nochmal alle Termine mit allen Referenten und dort auch einen direkten Link zu den Aufzeichnungen. Ja, Dankeschön, dass Sie wieder so zahlreich bei uns heute Abend dabei waren. Mir hat es großen Spaß gemacht. Es war ein super spannender Blog heute Abend, sehr, sehr vielschichtig. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch bei unserem nächsten Termin im Mai wieder mit dabei sind. Wir sind sehr, sehr gespannt, was sich in den nächsten Tagen alles tut. Ich sage Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend, einen entspannten Abend, und natürlich auch bleiben Sie bitte gesund. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Dankeschön, Herr Laut. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Tschüss.